Also Gitarre spiele ich, seit ich 10 bin. Mit 10 habe ich meine erste Gitarre bekommen und habe dann ganz gewöhnlich klassisch gelernt, die ersten 2, 3 Jahre eben. Und wenn man dann einen entsprechenden Lehrer hat, will man irgendwann, oder viele, und so auch ich, wollen irgendwann E-Gitarre spielen. Kommt dann auch mal im Jazz vorbei. Ja. Und irgendwann landet man beim Flamenco. Bin dann 2007 zum ersten Mal auf dem Kurs nach Spanien. Und ja, da dachte ich nur, wow. Das ist es einfach, so möchte ich Gitarre spielen lernen. Ich zum Gesang. Also ich habe eine klassische Klavierausbildung und habe dann auch lange Zeit noch in Jazzbands vor allem Klavier gespielt und hatte aber eigentlich immer noch viel mehr Kribbeln im Bauch auch zu singen. Und dann irgendwann mal habe ich mich einfach getraut und habe gesagt, okay, ich nehme jetzt dieses Mikro und ich werde mich da hinstellen und ich werde singen. Und von dem Tag war eigentlich klar, dass ich viel besser singen kann als Klavier spielen. Alejados del mundo y cerquita de mí, de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Also ich denke, was das Besondere auch ist, bei jeder Musik, die man macht, ob das in einer Rockband ist oder in einem Orchester, es ist immer eine Form der Interaktion. Und ich finde, dass beim Flamenco die Interaktion sehr, sehr persönlich ist und sehr, sehr aufwertend und wertschätzend. Das heißt nicht, dass es keine Konkurrenz zwischen verschiedenen Gitarristen, Sängern oder Tänzern gibt oder dass es in den Gruppen keine Probleme gäbe, aber es ist wahnsinnig wertschätzend. Die Blicke sind auf den Tänzer gerichtet, wenn er einen Fußteil hat, wenn der Sänger seine Strophe singt oder den Macho-Teil, so nennt man die lauteste Strophe am Schluss, das steigert sich ja oft nach oben, eben bei einer Allegria auch, denn alle sind dabei und der Fokus ist in dem Moment dann auf dem Sänger und es ist ein wahnsinniges Miteinander. Und weil Nike vorher das Gehör angesprochen hat, ich denke, das kann man auch für die Gitarre sagen, das habe ich am meisten mit dem Flamenco gelernt, dass Musik eigentlich hören ist. Musik bedeutet eben unter anderem auch aufeinander hören, ja, also miteinander zu fühlen, die Musik zu fühlen, egal ob es jetzt in unserem Fall Latin ist oder Latin mit Flamenco ansetzen oder eben Flamenco. Das ist einfach die Interaktion zwischen uns muss da sein. Das ist einfach auch eine Sache, die braucht Zeit. Das muss wachsen. Das geht nicht, wenn man sich vorher nicht kennt. Das muss einfach sich entwickeln. Wir leben was auf der Bühne, wir leben ein Gefühl, wir leben die Musik, wir leben das gemeinsam und das merkt man nach einer Weile auch. Also es geht dann auch auf die Zuschauer über und für mich ist das einfach auch einer der Gründe, Musik zu machen, dass ich dann in die Gesichter schaue und sehe, okay, die freuen sich einfach an der Musik, die freuen sich daran, dass wir hier Spaß haben, dass wir das weitergeben, dass wir das so interpretieren, wie wir das machen, dass es sich irgendwie offensichtlich gut anhört. Und dann stehen sie da oder sitzen da mit lächelnden Gesichtern und das ist eigentlich der Grund, warum man Musik macht.